Tausende Bis, Lesben, Transgender und Feierwütige haben am 34. Christopher Street Day teilgenommen. Der Höhepunkt des Christopher Street Days ist die Politparade. 59 Wagen haben an Münchens größter Sommerdemo teilgenommen. An vorderster Front mit dabei Oberbürgermeister Christian Ude. Herr Ude, Sie haben 1993 als erster deutscher Bürgermeister den Christopher Street Day die Schirmherrschaft übernommen. Sie laufen jedes Jahr mit. Was für ein Zeichen möchten Sie damit setzen? Ja, ich möchte das Zeichen setzen, dass keine Minderheit in der Stadtgesellschaft ausgegrenzt wird, dass sich jede Minderheit hier zu Hause und willkommen fühlen soll. Das war vor 20 Jahren bei der schwul-lesbischen Szene noch sehr umstritten, ist kritisch beäugt worden. Das waren ja noch Schmuddelkinder, mit denen man sich lieber nicht einlassen sollte. Aber sie haben es geschafft, jetzt immer größere Toleranz vorzufinden und Akzeptanz zu begründen. Herr Niederbühl, es ist die Politparade der Höhepunkt des Christopher Street Day. Das diesjährige Motto ist, wir wählen gleiche Akzeptanz und Rechte. Können Sie das für uns konkretisieren? Ja, also es ist ja so, dass wir ja vor Bundestag-, Landtags- und Kommunalwahlen stehen die nächsten Monate. Und nachdem ja der CSD immer mit Feiern und Fordern beschäftigt ist, sehen wir eine große Chance, jetzt auch Weichen zu stellen. Und da ist es ganz klar, der große Symbolwert hat für uns natürlich die Öffnung der Ehe, weil es höchste Zeit ist. Ich meine, die Politik in Berlin hat ja sozusagen das politische Handeln aufgegeben, blockiert nur, was die Gleichstellung von Lebenspartnerschaften mit der Ehe angeht. Die Gerichte müssen sie dahin treiben und wir finden, es ist jetzt höchste Zeit, dass man die Ehe öffnet, dass das Adoptionsrecht für uns gewährt wird, dass man das Transsexuellengesetz reformiert. Also das sind so zentrale Forderungen für Berlin. In Bayern ist es ja immer einfach, das Motto, wir wählen gleiche Rechte und Akzeptanz umzusetzen, weil es hier einfach gar nichts gibt. Der Freistaat ist ja, die CSU ist ja der größte Blockierer in Berlin, was die Gleichstellungspolitik für Schwule und Lesben angeht. Die Politparade endet am Marienplatz mit einem großen Straßenfest. Seit 3 Jahren sind hier auch schwule und lesbische Polizeibeamte mit einem Infostand vertreten. Seit 5 Jahren gibt es den Verein. Herr Träumer, wie hat sich denn der Verein entwickelt, gerade in einem so konservativen Bundesland wie Bayern? Also gegründet haben wir uns 2008 im Rahmen vom Bundesseminar von Felspol Deutschland. Das hat damals hier in München stattgefunden und dort ist der Bundesvorstand auf uns zugegangen und hat gemeint, Jungs, in Bayern gibt es noch keine Landesgruppe, wie schaut's aus, würdet ihr nicht? Die ersten 3 Jahre war es ziemlich schleppend, da hat es in vielen Bereichen noch nicht funktioniert, dass gerade die Führungsebene mit uns gesprochen hat, nicht nur über uns, aber seit 2 Jahren sind wir jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben Kontakte zu den Präsidien, wir haben Kontakte zum Innenministerium, die wirklich konstruktiv mit uns jetzt zusammenarbeiten. Vom Marienplatz ging es über die Dienerstraße zum Promenadenplatz bis hin zum Stachus. Natürlich darf der Zug durch das schwul-lesbische Glockenbachviertel nicht fehlen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.